Ja, hallo, das ist Katrin. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Infoabend zum Thema Schottland. Das Thema heißt Mystisches Schottland, Zeit zu träumen. Zeit zu träumen deswegen, weil momentan kann man ja nicht wirklich reisen. Wir nutzen die Zeit, um uns vorzubereiten, dass wir parat sind, wenn es dann wieder losgeht. Und wir möchten Ihnen Lust machen, in unsere nordische Destinationen zu reisen. Ich tue immer wieder die nächsten paar Minuten bis um 6 neue zugeschaltete Personen begrüße. Und pünktlich um 6 fangen wir dann mit der richtigen Präsentation an. Okay, genau, ich fange nochmal an, weil sich immer wieder Leute zuschaltet. Und zwar darf ich Sie herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Infoabend mit dem Thema Mystisches Schottland, Zeit zu träumen. Es wäre super, wenn der eine oder andere auch mal kurz einen Kommentar schreibt, ob man mich gut versteht und hört, dass wir sicher sein können, dass die Technik funktioniert. Es wäre schade, wenn ich nur hier für mich alleine reden würde. Genau, jetzt ist es 6. Ich fange nochmal an, und zwar alle, die sich jetzt da zugeschaltet haben, zu begrüßen. Ich begrüße zum heutigen Infoabend mit dem Thema Mystisches Schottland, Zeit zu träumen. Wir haben heute den dritten Tag von unseren Infoabende innerhalb von unserer Kontiki-Woche. Und ich freue mich, dass ich Ihnen meine Begeisterung für Schottland weitergeben kann und auch ein paar ja, Informationen, die es vielleicht Ihnen leichter macht, die nächste Reise zu planen. Kann ich jetzt richtig anfangen? Okay, so ein letztes Mal begrüße ich jetzt alle. Ich hoffe, es sind alle dabei, die sich interessieren für unseren Infoabend zum Thema Schottland. Mystisches Schottland, Zeit zu träumen ist heute das Thema. Zeit zu träumen deswegen, weil jetzt ein guter Moment ist, um eine Reise zu planen, von der Destination zu träumen und eventuell auch zu buchen für die Zeit, wo wir hoffentlich alle wieder unbeschwert reisen können. Mein Name ist Katrin Römer. Ich bin Produktmanager bei Contiki Reise. Bin hier schon seit mehr als 16 Jahren. Und meine allererste Reise, wo ich noch, also Jahre bevor ich bei Contiki angefangen habe, die hat mich nach Schottland geführt. Da war ich gerade 20 Jahre alt, also ist wirklich schon sehr lang her. Und ich bin damals mit dem VW-Busle von meinen Eltern quer durch Deutschland gefahren, quer durch Großbritannien mit dem Ziel, dann 3 Wochen in Schottland zu verbringen. Und schon diese allererste Reise nach Schottland vor so viele Jahre hat mich so begeistert, dass ich immer wieder in den ganzen Jahre später nach Schottland zurückgekehrt bin, in verschiedene Regionen mit unterschiedlich viel Zeit, mal privat oder auch natürlich öfters geschäftlich. In den nächsten 40 Minuten, ungefähr 40 Minuten, darf ich mein Wissen über Schottland und meine Begeisterung für diesen tollen Fleck Erde an Sie weitergeben. Ich zeige Ihnen kurz, wie sich die nächste gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde gestalten wird. Am Anfang gebe ich Ihnen ein paar Zahlen, um sich zu orientieren.
Ich zeige Ihnen, wie einfach es ist, nach Schottland zu reisen. Ich gehe auf ein paar Highlights von Schottland ein, die man in jede Reise einbauen kann und sollte. Ich zeige Ihnen, wie man am gängigsten unterwegs ist in Schottland und was die Besonderheiten sind. Gehe auf die unterschiedliche Unterkunftsvariante ein und deren Vor- und Nachteile. Ich zeige Ihnen die verschiedenen Reisearten und zum Schluss gibt es noch ein paar Informationen, die einfach gut sind zu wissen. Und nach meiner Präsentation habe ich mir noch ein bisschen Hilfe geholt. Und zwar Thema Dudelsack ist ein Thema, das unabdingbar zu Schottland dazugehört, wo ich Ihnen aber nichts Gescheites erzählen könnte. Deswegen, wir haben ein Video dann zugeschaltet von Stefan Müller von der Happy Pipers in Luzern, der Ihnen tolle Informationen über das Dudelsackspielen liefern wird. Noch was ganz kurz, was Technisches. Wenn Sie jetzt Fragen haben oder Kommentare, dann können Sie die während dem Vortrag in den Chat reinschreiben. Ich bin hier nicht ganz allein vor dieser Kamera. Meine Kollegin Carol sitzt neben mir und beantwortet, so gut es geht, direkt auf Ihre Frage. Wir werfen zuerst mal einen Blick, einen gemeinsamen Blick auf die Karte, um uns zu orientieren. Und zwar, Schottland ist ja der nördlichste Teil von Großbritannien. Und ich werde den jetzt in ein paar Regionen einteilen, dass man sich nachher wieder gut zurechtfindet. In der Regel startet und endet die meiste Reise im südlichen Teil von Schottland in Edinburgh. Wunderschön ist auch die Region an der Ostküste um Aberdeen. Sehr bekannt und fast ein Muss von jeder Schottlandreise ist die Region um Inverness. Bekannt deswegen, weil dort ja angeblich Monster Nessie haust. Dann eine wunderschöne Region ist die Isle of Skye, die Insel Skye und die Region Fort William. Die Isle of Skye zählt zu den inneren Hebriden und man kommt dorthin entweder mit der Fähre oder es gibt auch eine Brücke, die auf die Insel führt. Zu meinen favorisierten Regionen von Schottland zählt ganz eindeutig der nördliche Teil, die Highlands, die noch sehr wild und ursprünglich und dünn besiedelt sind. Und wer ein bisschen mehr Zeit hat für eine Schottlandreise oder sogar das zweite oder das dritte Mal nach Schottland reist, der sollte sich unbedingt die Region von der Äußeren Hebride anschauen und vielleicht auch diese nördliche Inselgruppe der Orkneys und Shetlands. Da braucht man allerdings einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit, um dorthin zu gelangen. Insgesamt wohnen 5,3 Millionen Einwohner in Schottland. Das bedeutet, dass die durchschnittliche Einwohnerzahl pro Quadratkilometer bei ungefähr 70 liegt. Wir haben in der Schweiz hier ca. 215 und von den 70 im Durchschnitt konzentriert sich recht viel auf einige größere Städte. Gerade zum Beispiel in der Highlands oben haben wir nur noch ungefähr 8 Einwohner pro Quadratkilometer. Flächenmäßig ist Schottland fast doppelt so groß wie die Schweiz mit 78.000 Quadratkilometer. Und das Landschaftsgebild ist geprägt von sehr viel Wasser. Einerseits hat es über 30.000 Seen, die Schotten nennen ihre Seen Lochs, und über 6.600 Flüsse. Umgebe Schottland von einer sehr großen, langen Küstenlinie von 10.000 Kilometern. Und es hat sehr viele Inseln um Schottland rum, insgesamt 800, wovon 130 bewohnt sind. Sehr stolz sind die Schotten auf ihren höchsten Berg. Der ist mit 1344 Meter für uns eher nicht gerade ein sehr hoher Berg, aber doch sehr imposant. Dieser Berg heißt Ben Nevis. Schottische Wetter hat leider einen sehr schlechten Ruf und ich finde, es ist ein bisschen ungerechtfertigt, weil es ist sehr selten, dass man durchgängig schlechtes Wetter hat, aber ich muss zugeben, auch selten durchgängig gutes Wetter. Es ist einfach oft sehr wechselhaft. Man sieht es hier an dem Bild, zwischen so einer Aufnahme können gerade mal 10 Minuten oder Viertelstunde liegen und die Schotte pflegen zu sagen, if you don't like the weather, just wait 10 minutes. Vielleicht kommt auch daher der Spruch, jetzt warten wir mal einfach auf besseres Wetter.
Ich kann Ihnen versichern, in Schottland lohnt sich das. Die beste Reisezeit ist sicher insgesamt in den Sommermonaten zwischen Mai und September. Statistisch gesehen ist sogar so, dass das schönste Wetter im Mai, Juni und September herrscht. Im Juli und August, wo die meisten Kunden reisen, ist es in der Regel recht warm, aber es regnet auch häufiger. Und recht warm bedeutet in Schottland, es kann auch gut mal Tage geben, wo es tatsächlich 25 Grad hat. Wie in alle unserer nordischen Destinationen merkt man die also die langen Sommertage, spürt man auch in Schottland schon sehr stark. Gerade im Juni, wenn der längste Tag stattfindet sozusagen, dann geht dort oben, ganz im Norden oben, auf der Shetland-Insel, auch dort die Sonne erst gegen 23 Uhr unter. Und man hat wirklich sehr viel Zeit, die man nutzen kann, während vor allem Juni, um eine Schottland-Reise zu machen. Die Schotten an sich sind ein ganz stolzes, sympathisches und gastfreundliches Volk. Sie sind seit dem 1. Februar nicht mehr Mitglied der EU. Und jetzt vor allem wegen Brexit-Verhandlungen oder eben auch nicht erfolgreiche Brexit-Verhandlungen fast täglich irgendwie in den Medien. Bezahlt wird in Schottland mit dem schottischen Pfund, das der gleiche Wert hat wie das britische Pfund. Und sowohl in Schottland kann auch mit dem britischen Pfund bezahlt werden, als auch andersrum. Und durch die ganze Verhandlungen mit der EU und der Unsicherheit hat das Pfund in den letzten Jahren stark an Wert verloren, was für uns natürlich erstmal gut ist, weil die Preise, die Reise so preislich wirklich attraktiver geworden sind. Schon vor Corona haben die Schotten gerne mit der Kreditkarte bezahlt. Es ist überall gängiges Zahlungsmittel. Und es ist nicht nötig, sehr viel Bargeld in Schottland mit sich zu führen. Die Amtssprache in Schottland ist Englisch und ich war immer überzeugt und dachte, ich kann ganz gut Englisch. Allerdings in Schottland ist es noch mal ein bisschen eine Herausforderung. Selbst heute brauche ich beim Telefongespräch oder bei Verhandlungen vor Ort, brauche ich einen Moment, um diesen starken schottischen Dialekt, der mir sehr gut gefällt, aber ich brauche einen Moment, bis ich tatsächlich verstehe, um was es geht. Auch Gälisch wird noch gesprochen, vor allem in den Highlands und auf den Hebriden. Und im Gälischen hat man keine Chance, irgendwas zu verstehen. Aber im heutigen Sprachgebrauch werden sehr viele Wörter aus dem Gälischen immer noch benutzt. Es ist sehr einfach, nach Schottland zu reisen auf diese Insel. Und zwar je nach Reisemonat, also in der Hochsaison, gibt es täglich Direktflüge zwischen Zürich und Edinburgh mit der Edelweiss. Und während der nicht so gut besuchte Monate immer mehrmals wöchentlich. Neben den Direktflügen gibt es auch Umsteigeverbindungen mit der British Airways, mit der KLM oder Lufthansa, wobei ein Direktflug nur gerade mal 2,5 Stunden dauert und sie sehr viel Zeit bei der Umsteigeverbindung verliert und es ist auch weniger nachhaltig. Man kann auch gut kombinieren, zum Beispiel den Hinflug nach Edinburgh und den Rückflug ab Inverness, weil auch nach Glasgow, Inverness und Aberdeen gibt es täglich Verbindungen ab Zürich. So, jetzt haben wir das ganze Technische mal vorangestellt. Jetzt fangen wir an zu träumen. Wir starten unsere gemeinsame virtuelle Reise in Edinburgh, die Hauptstadt von Schottland. Edinburgh hat eine schöne Größe mit ca. 480.000 Einwohnern. Und ein ganz besonderes Flair, finde ich, kommt in die Stadt einfach durch die geografische Lage. Und zwar im Hintergrund sehe Sie da die saftig grüne Hügel und auf der anderen Seite sieht man das blaue Meer. Edinburgh ist eine Universitätsstadt und ja, es hat sehr viele junge Leute, es ist sehr lebendige Stadt. Die Stadt Edinburgh ist geteilt in zwei Teile, in The New Town und Old Town. Und ein Highlight eines Besuches in Edinburgh ist ganz sicher, oben auf der Festung vom Edinburgh Castle zu sein und den Blick über die Stadt zu genießen. Oder auch die Aussicht
vom Hausberg, der nennt sich Arthur's Seat, der ist ein bisschen abseits der Stadt gelegen. Da kann man einen tollen Spaziergang hinmachen und eine spektakuläre Aussicht auf die Stadt genießen. Mir empfehle Ihnen mindestens 2 Übernachtungen in Edinburgh. Und so kann man wirklich diese beiden Stadtteile, die beide sehr sehenswert sind, kennenlernen. Alles ist fußgängig machbar. Ein Auto ist eher störend in Edinburgh. Und auch Kunstliebhaber kommen voll auf ihre Kosten, weil es sehr viele Museen und Galerien in der Stadt hat. Edinburgh Castle ist mit Sicherheit die berühmteste aller schottischer Burgen. Und heute werden dort noch die ältesten Kronjuwelen der Welt, also die schottische Kronjuwelen, beherbergt. Und natürlich bietet das Edinburgh Castle die imposante Kulisse fürs Military Tattoo im August. Das nächste Tattoo findet im August 2021 statt, vom 6. bis 28. August. Seit 70 Jahren gibt es das Military Tattoo und dieses Jahr ist auch das Ereignis natürlich Corona zum Opfer gefallen. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr stattfinden kann. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Mir werde immer wieder gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen Basel-Tattoo und dem Edinburgh-Tattoo. Und ich muss ganz klar sagen, die Parade, die Aufführungen, die Auftritte, die sind in beide Orte wirklich toll und spektakulär und faszinierend. Was aber ein Unterschied ist, ist die einmalige Atmosphäre, die dieser Hintergrund da mit dem Edinburgh Castle bildet. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie ich da im Publikum saß und dieser schottische Sprecher mit seinem schottischen tiefen Dialekt der Beginn von den Spielen angekündigt hat. Es ist eine einmalige Atmosphäre. Zur gleichen Zeit, auch im August, findet das sogenannte Fringe Festival statt. Das Fringe Festival dauert auch 3 Wochen wie das Tattoo, findet gleichzeitig in der Stadt Edinburgh statt. Und während dieser 3 Wochen gibt es in der Regel mehr als 2000 Künstlerauftritte. Und das zählt somit zu den größten Künstlerfestivals der Welt. Sind vor allem Straßenaufführungen, die da stattfinden. Und die Stadt ist in der Zeit sehr lebendig, fröhlich. Es macht einfach Spaß, dort unterwegs zu sein und einen Teil davon mitzubekommen. Ich würde Ihnen empfehlen, Edinburgh mit einem Guide auf eine sogenannte Eat and Walk Tour zu erkunden. Wir haben die Tour in unserem Katalog und auf der Website. Da ist eben dann ein Guide dabei, der sehr viel über die Geschichte, über die Eigenheiten der Schotte, über Kunst und Gebäude erzählt. Und man macht immer wieder einen Stopp an verschiedene Stellen, um Kulinarisches zu kosten und schlussendlich auch mal einen Whisky oder einen Gin zu probieren. Eine ganz spezielle Art, Edinburgh kennenzulernen, ist die Ghost and Goals Tour. Es ist wirklich so ein bisschen unheimlich, diese Tour zu machen am Abend, wenn es dunkel wird. Und vor allem geht die Tour durch den Untergrund, da hat sehr viele Kellergewölbe und unterirdische Gänge, die durch Edinburgh durchführen. Und diese alte Gemäuer und einfach eine sehr spezielle Atmosphäre erschaffen. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ein Pubbesuch gehört nicht nur in Edinburgh zum Pflichtprogramm am Abend, sondern eigentlich in jedem Ort und man sollte jede Möglichkeit nutzen. Vor allem, weil es so schön ist, wie dort ganz unkompliziert immer wieder eine kleine Gruppe an Musiker Live-Musik darstellt. Und ich finde, diese Lebensfreude, die da und die Unbeschwertheit, die da ausgestrahlt wird, die wird sich auf sie übertragen. Ein Highlight jeder Schottlandreise ist die Suche nach dem Monster Nessie. Und ich finde es unglaublich, wie sich diese Legende gehalten hat. Kaum eine Sehenswürdigkeit in Schottland ist so berühmt und so bekannt wie das Monster Nessie. Es liegt wunderschön, dieses Loch Ness, also dieser See Nessie.
Und zwar im Herzen von Schottland, circa eine halbe Stunde südwestlich von Inverness. Um diesen See herum gibt es ganz viele Wander- und Radwege, wo man sich da aktiv die Region erkunden kann. Man kann auch eine Bootsfahrt auf dem Loch Ness machen. Vielleicht kommt man so auf die Spuren von Monster Nessie. Außerdem, wie man hier auf dem Bild sieht, kann man die Ruine von dem Urquhart Castle besuchen, das total malerisch an diesem wunderschönen See liegt. Eins von der allerbeliebtesten Fotomotive von Schottland ist das, was man hier im Bild sieht, nämlich das Eileen Donnan Castle. Es liegt wunderschön am Loch Duick auf dem Weg zur Isle of Skye. Vielleicht ist es deswegen so berühmt bekannt, weil hier Szenen vom Film Highlander gedreht worden sind. Es liegt aber nicht nur sehr schön, sondern es gibt in der Burg und in dem Castle eine spannende Ausstellung. Da wird die Geschichte des MacRae-Clans erzählt. Und ich muss gestehen, bei meinem letzten Besuch in Schottland, da war ich mit drei Freundinnen unterwegs. Da haben wir das Castle von innen besucht beim Hinweg auf die Isle of Skye und beim Rückweg gerade nochmal. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Hier ein Moment zum Träumen, der Blick von der anderen Seite auf dieses idyllische Eileen Donnan Castle. Der Ben Nevis, eben dieser höchste Berg von Großbritannien, der liegt in Schottland. Und ist 1344 Meter hoch. Die Schotten sind da sehr stolz drauf, dass eben dieser Berg bei ihnen in Schottland liegt. Und obwohl wir die Höhe so ein bisschen belächeln hier in der Schweiz, ist eine Wanderung auf den Berg, auf den Gipfel hoch, nicht zu unterschätzen, weil es sehr hohe Klippen hat, um dort hochzukommen. Leider ist der Gipfel an 9 von 10 Tagen in dichte Wolke eingehüllt und nicht so frei, wie man es hier sieht. Aber wenn man dann so einen Tag erwischt und dort oben ist, dann muss die Aussicht fantastisch sein. Ich hatte noch nicht das Glück, an so einem schönen, unbewölkten Tag dort zu sein. Wer kennt ihn nicht? Spätestens seit Harry Potter, der Hogwarts Express. Dieser Dampfzug wird auch Harry Potter Zug genannt. Er heißt aber tatsächlich Jacobite Steam Train. Und es ist kein Wunder, dass er so bekannt ist, wenn man sieht, wie er dadurch diese fantastische Landschaft sich schlängelt. Der Zug ist sehr berühmt, bekannt geworden durch die Harry Potter Filme. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn Sie dort am Gleis stehen und wartet auf die Einfahrt vom Zug, dann haben Sie wirklich auch selber das Gefühl, Sie stehen jetzt hier am Gleis 9 3 Viertel und warten, bis der Zug kommt. Und dann macht es einfach nur Spaß, in diesem Zug, in diesem nostalgischen Zug zu sitzen. Man schmeckt auch so ein bisschen den Dampf, der da erzeugt wird. Und kann einfach diese tolle Landschaft an sich vorbeiziehen lassen. Und ein Highlight von der zweistündigen Fahrt ist sicher die Überquerung von dem bekannten Glenfinnan Viadukt. Diese Zugstrecke, der Hogwarts Express oder der Harry Potter Zug, wie man viele nennt, das ist sicher eine der schönsten Zugstrecke von ganz Schottland. Der Zug fährt zweimal täglich im Sommer, muss unbedingt im Voraus gebucht werden. Und für die Hinfahrt, für den Aufenthalt und die Rückfahrt muss man ungefähr 6 Stunden einrechnen. Ist also wie so ein Tagesausflug ab Fort William. Grundsätzlich ist Bahnfahren in Schottland recht unkompliziert. Was aber ein bisschen schade ist, ist, dass man nicht in die ländliche Region vordringen kann. Whisky gehört sicher zu jeder Schottlandreise. Whisky ist auch so ein Wort, das aus dem Gälischen kommt und es bedeutet das Wasser des Lebens. In der Region Speyside, das man hier auf dem Bild sieht, östlich von Inverness, zwischen Inverness und Aberdeen, in dieser Region gibt es rund 50 Whisky-Brennereien, Whisky-Distillerien. Und zwar deswegen, weil hier der River Spey durchfließt. Das ist der zweitgrößte Fluss von Schottland. Und der liefert eben das Wasser für alle Destillerien hier in der Region.
Ich bin jetzt nicht der absolute Whisky-Fan, muss ich zugeben, aber auch ich tue eigentlich bei jedem Besuch in Schottland wieder eine Distillery besuche. Bei der kleineren ist es oft besser, wenn man vorher einen Termin vereinbart, weil das sehr beliebt ist. Und bei jedem Besuch einer Whisky-Distillery gibt es am Ende eine Degustation. Die kleine und weniger bekannte Distillery sind meiner Meinung nach einfach oft persönlicher. Und deswegen gefallen sie mir vielleicht besser. Aber auch die ganz große, bekannte Distillerie wie Glenfiddich sind in dieser Region angesiedelt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, während Ihrer Schottlandreise die Highland Games zu besuchen, dann müssen Sie es unbedingt machen. Die Highland Games sind Volksfeste, die stattfinden in den Sommermonaten zwischen Mai und September in rund 90 Orte. Und wir haben die Information bei uns, wann in welchem Ort ein Highland Game stattfindet. Ursprünglich hat es dazu gedient, die stärksten und schnellsten Männer von Schottland zu finden. Und die Tradition haben sie sich beibehalten. Heute macht es einfach Spaß, diese Volksfeste zu besuchen und da die echte schottische Männer hier, denen zuzugucken, wie sie so seltsame Aktivitäten wie Baumstammwerfe machen oder Tau ziehen, wie man hier im Bild sieht. Eine Region, die ich komplett als Hauptsehenswürdigkeit von Schottland bezeichnen würde, ist die Isle of Skye, die zu den Inneren Hebriden zählt. Auf die Insel kommt man entweder über eine Brücke oder mit einer Fähre. Wenn man die Fähre nimmt, muss man es unbedingt im Voraus buchen, vor allem in den Sommermonaten. Und ich bin der Meinung, das ist ein absoluter Wow-Blick und Wow-Moment, den man hier sieht. Aber dieser Blick auf diese Quirag Mountains, wie sie heißt, auf der Isle of Skye. Das Landschaftsbild ist hier geprägt von diesem saftigen Grün, von vielen Mooren, von glasklaren Seen und von flach abfallender Klippe. Die Hafenstadt Portree zeigt sich mit dieser bekannten bunten Häuserfront, ein quick lebendiges Städtchen auf der Insel. Es macht Spaß, da durch die Stadt zu bummeln. Und bei meinem letzten Aufenthalt haben wir einfach gesagt, wir holen uns eine Portion Fish and Chips, setzen uns hier an die Hafenmauer und lasset das Treiben an uns vorbeigehen. Das macht Spaß. Hier nochmal ein paar Eindrücke von der Isle of Skye. Die Insel ist übrigens ein Paradies auch für Aktivurlauber. Man kann tolle Wanderungen dort machen oder in den Buchten rund um die Inseln, in den geschützten Buchten, Kajak fahren. Außerdem gibt es auch eine bekannte Distillery auf der Isle of Skye, die Talisker Whisky Distillery. So wie die ganze Isle of Skye meiner Meinung nach eine Sehenswürdigkeit an sich ist, ist auch das Glencoe-Tal, das man hier im Bild sieht. Ein Teil sollte das sein von jeder Schottlandreise. Hier wurden Filme gedreht, also Filmszene aus dem Harry Potter und aus dem Outlander zum Beispiel. Und es ist kein Wunder, wenn man sich diese tolle Landschaft anschaut. Die Region ist prädestiniert für Wanderungen und ein Teil vom Weitwanderweg West Highland Way führt hier durch dieses wunderschöne Glencoe-Tal. Zu meinen Favoriten von Regionen her gesehen in Schottland zählen die Highlands. Die Highlands sind sehr dünn besiedelt mit nur mal 8 Einwohnern pro Quadratkilometer und die Natur ist hier noch sehr ursprünglich und wild. Ich habe hier mein ganz eigenes Erlebnis gehabt, eben damals, als ich das erste Mal in Schottland war mit diesem Busle. Haben wir gedacht, gut, wir verbringen hier 2, 3 Tage, gehen auch wandern, uns die Region anschauen, fahren dann weiter. Und als wir eben wieder starten wollten nach 2, 3 Tagen, haben wir festgestellt, dass wir irgendwie stecken geblieben sind. Der Untergrund, der war nicht fest. Wir sind da eingesunken und sind ohne fremde Hilfe nicht mehr rausgekommen.
Und dann war klar, wir müssen uns auf die Suche machen, haben unseren Rucksack geschultert, sind losgelaufen, einfach in eine Richtung, der Straße entlang, bis wir zum Haus gekommen sind. Und dann haben wir von einem ganz netten schottischen älteren Ehepaar Hilfe bekommen. Ich in Form von einem britischen Tee und selbstgebackene Scones. Und die Männer damals haben einen alten Traktor genommen und haben uns diesen Bus hier rausgezogen. Also nehmen Sie sich unbedingt die Zeit und gehen Sie auch in diese tolle Wildnis, wo man auch sehr viel Ruhe und Weite und wenige Leute hat, in den Highlands. Ich gehe am liebsten in der Region wandern, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Hier findet Sie mit die schönsten Wanderwege von ganz Schottland. Unterwegs ist man in Schottland zum Beispiel mit dem Mietwagen, muss man einfach wissen, dass Linksverkehr herrscht. Und in vielen Regionen, die eher dünn besiedelt sind, gibt es sogenannte Single-Track-Roads, sind einfach schmalere Straßen mit nur einer Fahrspur. In entlegeneren Gebieten ist es gang und gäbe und zum Teil sind die auch nicht asphaltiert. Damit man sich dann aber aus dem Weg gehen kann, gibt es sogenannte Passing Places. Und ich muss sagen, das funktioniert wunderbar. Das ist schon ein sehr rücksichtsvolles Fahren. Es kann einem halt passieren, dass man auch mal ein ziemliches Stück rückwärts fahren muss, um dem anderen Platz zu machen. Im Hochland muss man darauf gefasst sein, dass immer wieder Tiere auf der Straße stehen oder liegen, sodass man grundsätzlich dazu gezwungen ist, wirklich langsam zu fahren. Man braucht keinen internationalen Führerschein für die Übernahme vom Mietwagen, aber in der Regel liegt das Mindestalter bei 25. Eine gute Alternative, Schottland zu bereisen, ist es, mit dem Camper zu machen. Und auch in diese abgelegene Region im Hochland kann man mit dem Camper fahren. Allerdings, weil es dort eben sehr viele Single-Track-Roads hat und es grundsätzlich immer sehr eng wird mit dem Camper, muss man da ein bisschen fahrerfahren und rangierfreudig sein. Dann aber hat es auch in entlegenen Gebieten Campingplätze an meist wirklich traumhaft schöne exponierte Plätze. Die sind in der Regel sehr einfach von der Infrastruktur. Die haben nur Dusche und WC und Strom, mehr nicht, aber das reicht da in der Regel. Und wir empfehlen, diese Campingplätze im Voraus zu buchen, vor allem in der gut besuchten Region und zu der Hauptreisezeit. Wildcampen ist grundsätzlich erlaubt, wie in sehr vielen nordischen Ländern. Wenn man halt einen Bauernhof, ein Gehöft sieht in der Nähe, dann sollte man danach fragen, ob das in Ordnung ist. Und sehr oft ist es überhaupt kein Problem. Wenn Sie einen Mietwagen buchen, dann noch ein Tipp von mir. Buchen Sie einen Automat, weil dann müssen Sie sich nicht aufs Schalten konzentrieren, weil da man ja auf der anderen Seite sitzt, muss man mit links schalten und das ist schon im ersten Moment gewöhnungsbedürftig. Außerdem würde ich Ihnen empfehlen, in Edinburgh kein Auto zu haben, sondern das am Flughafen abzugeben. Ein ganz besonderes Lebensgefühl erzeugt meiner Meinung nach eine Reise oder eine Rundreise durch Schottland in einem Oldtimer. Ich finde einfach diese alten Autos, diese Classic Cars, die passen total in diese zauberhafte Landschaft und auch zu den Unterkünften, die zum Teil sehr ja, gehoben, exquisit sind. Wir haben in unserem Katalog eine Reise, die heißt im Oldtimer unterwegs. Da haben wir extra darauf geachtet, dass man kurze Distanzen nur macht und haben da spezielle Unterkünfte vorgesehen. Thema Unterkunft. Die gängigste Unterkunftsart in Schottland ist im Bed and Breakfast, immer B&B zu übernachten. Das sind privat geführte Unterkünfte. Dann gibt es B&B Standard und B&B Comfort Unterkünfte. Und die Comfort Unterkünfte, die ich Ihnen empfehlen würde, die tun sich einfach nochmal ein bisschen abheben, entweder von in der Lage, von der Größe vom Zimmer oder überhaupt vom Standard von der Unterkunft im Gegensatz zu der Standard Bed and Breakfast. Und wie der Name sagt, es gibt dort
ein Zimmer zum Schlafen mit Dusche, WC und ein Frühstück, gern das bekannte Scottish Breakfast, wie man hier auf dem Bild sehen. Was ich sehr bereichernd finde, ist der Kontakt, den man da mit der Einheimischen hat und natürlich die unterschiedliche Art zu sehen, wie leben die Leute, wie sind die Zimmer eingerichtet und so weiter. Die Alternative zum Bed and Breakfast ist im Hotel zu übernachten. Und zwar ist da der Vorteil, dass in der Regel ein Restaurant dabei ist. Genau, ich habe vorher vergessen zu sagen, bei den B&Bs gibt es eben nur Frühstück und die liegen zum Teil recht außerhalb. Man muss dann immer an einem anderen Ort oder vorgängig das Abendessen organisieren. Der Vorteil bei der Hotelübernachtung ist, dass man dort ein Restaurant in der Regel dabei hat, wo man oft sehr gut isst und sich da nicht anders nochmal irgendwo hinfahren muss am Abend. Vom Standard her muss man aber auch sagen, der entspricht nicht dem, den wir gewöhnt sind von einem Schweizer Hotel. Der Standard von den schottischen Hotels ist einfach etwas niedriger. Da lohnt sich's, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, weil die Schotten sind sehr sparsam. Wenn wir auf unsere Geschäftsreise der Meinung sind, man sollte hier mal renovieren, neues Bad machen oder neue Teppichboden, dann sind die Schotten da noch lange nicht der Meinung. Dagegen Hotels von oberer Preiskategorie, die haben eine perfekte, tolle Ausstattung und in der Regel einen super Service. Ich kann Ihnen empfehlen, jede Rundreise mal mit mindestens einer Schlossübernachtung aufzuwerten. Entweder eben eine Übernachtung im Schloss oder in einer Spezialunterkunft. Es ist ein tolles Erlebnis, mal in dieser alten Gemäuer zu übernachten. Und während unsere Rundreise, die wir im Katalog, in unserem Programm haben, haben wir bei ganz vielen Reisen als Tipp, weisen wir Sie darauf hin, dass Sie jetzt die fünfte Nacht zum Beispiel in diesem und diesem Schloss gegen Aufpreis übernachten können. Machen Sie das mal unbedingt. Es ist ein tolles Erlebnis. Schlossfans insgesamt kommen voll auf ihre Kosten. Es hat über 1000 Schlösser in Schottland. Einige kann man besichtigen, in manchen kann man übernachten. Besonders hervorheben möchte ich zum Beispiel das Donnerstag Castle, das in der Region Aberdeen an der Ostküste liegt. Oder sehr bekannt ist das Balmoral Castle, das schon im 14. Jahrhundert erbaut worden ist und bis heute die Sommerresidenz von Queen Elizabeth ist. Von der Aktivität her gehört für mich Wandern in Schottland zu den Highlights. Zum Beispiel eben in den Highlands. Es gibt ein paar Weitwanderklassiker, wo man dann wirklich zum Beispiel 8, 9, 10 Tage unterwegs ist, der Gepäcktransport organisiert ist, aber auch überhaupt während einer Reise lassen sich immer wieder kleinere und größere Wanderungen einbauen. Die schönsten Regionen für mich zum Wandern sind die Highlands, die Isle of Skye, die Region um Fort William und in den Nationalparks Trossachs und Cairngorms. Hier nochmal zum Träumen, eben ein Blick in dieses berühmte Glencoe-Tal, wo ein Teil vom West Highland Way durchführt. Egal, wo Sie wandern oder überhaupt unterwegs sind. Manchmal reicht es auch mal einen Stopp zu machen mit dem Auto und mal ein paar Meter zu laufen. Es wird sich überall die Möglichkeit geben, solche fantastische Aussichten zu sehen. Mit wirklich wenig Leute, die unterwegs sind, viel Weite und Natur. Insgesamt empfehlen wir Ihnen, kürzere Distanzen zu planen, um mehr Zeit für Erlebnisse zu haben. Zum Teil sind nämlich die Straßen wie so auf dem Bild. Da braucht es einfach Zeit, um vorwärts zu kommen. Man kann die Highlights, die ich so aufzählt habe und noch andere, in einer Woche erleben in Schottland. Ich würde Ihnen aber empfehlen, wenn es irgendwie geht, machen Sie 2 Wochen Aufenthalt in Schottland. Dann haben Sie Zeit zum Entschleunigen und das Erlebnis, das Sie haben, wird intensiver. Wer ganz viel Zeit hat, der sollte auch ganz hoch in Norden gehen, auf die Inselgruppe der Orkneys und Shetlands.
sind wirklich mystische Inseln, die sehr geprägt sind, erstens von der Geschichte. Es hat dort noch viele prähistorische Ausgrabungsstätte. Und zweitens geprägt von der Natur, vom Wetter, das dort sehr rau ist. Hier sehen wir gerade einen Blick mit diesem Wetterspiel auf den Orkney-Inseln und eine ganz andere Szenerie auf den Shetland-Inseln, wo sich zum Teil ein so weißer Sandstrand uns zeigt, da könnte man meinen, man sei an der Karibik, wären da nicht die Kühe, die dir hier im Gras fresse. Jetzt habe ich sehr viel über Individualreise gesprochen. Wir haben auch Gruppenreise in unserem Portfolio, im Katalog, auf der Webseite. Und zwar gerade für jemanden, der sagt, oh, das mit dem Linksverkehr, das traue ich mir nicht zu. Und dann mit der schottischen oder englischen Sprache könnte auch ein bisschen schwierig sein. Eine Reise, die ich Ihnen ans Herz legen kann, ist Höhepunkte Schottlands. Da sind Sie in einer relativ kleinen Gruppe mit maximal 25 Teilnehmern unterwegs. Eine deutschsprechende Reiseleitung gibt Ihnen enorm viel Informationen über die Geschichte, über die Kultur von Schottland. Und während dieser 9-tägigen Reise besichtigen Sie auch Whisky Distillery, Schlösser und zum Beispiel eine Kilt-Manufaktur. Jetzt haben Sie gedacht, ja, das sieht alles ganz toll aus, aber wie ist es mit den Mücken in Schottland? Die Mücken, die ja so Plagegeister sind, die heißen Midges in Schottland. Und die gibt es tatsächlich, das möchte ich nicht schönreden. Aber sie sind wirklich nur dann aktiv, wenn es dunkel, feucht und windstill ist, so ungefähr wie hier auf diesem Bild. Und wenn die Windgeschwindigkeit unter 10 Stundenkilometer ist. Und das hat man tatsächlich recht selten in Schottland. Sie kommen besonders häufig vor Ende Mai, Anfang Juni und dann wieder Ende Juli und Anfang August und halten sich bevorzugt an Seen, Bächen und in Wäldern auf. Also gerade wenn man so mit dem Busle, mit dem Camper unterwegs ist und dann stellt man sich ja sehr gern zum Übernachten an so einen See zum Beispiel, dann können die Plagegeister schon aktiv sein. Dann bringt es nichts als gute Kleidung zu haben, wo verschließbar ist, und einen guten Mückenschutz, den Sie unbedingt vor Ort kaufen müssen, weil den Sie hier kaufen, der ist wirkungslos. Es ist aber sehr selten so unangenehm, dass man das Gefühl hat, man ist da eingeschränkt. Mein Fazit nach meiner Präsentation, die jetzt langsam zu Ende geht, ist: Reisen Sie nach Schottland und ich verspreche Ihnen, Sie werden eine fantastische wilde Natur erleben, gepaart mit einer interessanten Kultur, die sich so sehr unterscheidet von der unserer. Und Schottland hat eine ganz lange, spannende, interessante Geschichte zu bieten. Wenn Sie mit uns nach Schottland reisen, dann werden Sie mehr erleben. Allein schon deswegen, weil wir die Contiki-App haben. Und zwar auf der App gibt es unterdessen mehr als 1000 Tipps von uns Mitarbeitern, aber zum Teil auch von Kunden, von Ihnen. Das sind Tipps, die Sie in keinem Reiseführer finden und Ihnen Ideen geben, um den Tag zu gestalten. Sie kriegen außerdem im Vorfeld detaillierte Reiseunterlagen und ausführliche Reisedokumente. Wir tun Ihnen am liebsten den Direktflug mit der Edelweiss anbieten. Und wenn Sie unterwegs sind, haben wir einen Picket-Dienst eingerichtet, der für Sie erreichbar ist, 24 Stunden an 7 Tagen in die Woche, falls es eben ein Problem gibt vor Ort mit der Unterkunft, mit der Sprache, Sie frühzeitig nach Hause müssen. Ja, soll nicht passieren, aber wenn es passiert, dann sind wir für Sie da. Und schlussendlich haben wir wirklich ein umfangreiches, fundiertes Destinationswissen aus Privatreise und Geschäftsreise. Wir möchten Ihnen eben auch nicht nur eine Reise einfach nur planen und organisieren, sondern wir möchten authentische Erlebnisse erschaffen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir seit 2013 das Tourzert-Zertifikat haben. Es ist also die wichtigste Auszeichnung in der Reisebranche für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit.
Und dazu gehört eben solche Dinge wie der Kontakt zur lokalen Bevölkerung, der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen und die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort. Jetzt habe ich Ihnen Inspiration gegeben zur Destination Schottland, aber wir haben ja noch ganz viele andere tolle Destinationen bei Contiki. Brandneu ist jetzt erschienen dieser Katalog Nordische Aussichten, wo viele Inspirationstexte drin sind für die Destinationen und auch der Link auf Reise für den Sommer 2021. Den Katalog haben Sie vielleicht schon oder Sie können bestellen oder auf unserer Website angucken. Und außerdem haben wir eben auf unserer Webseite viele Inspirationen und auch im Facebook und im Instagram sind wir zu finden mit vielen tollen Ideen. Wenn Sie verunsichert sind, ob Sie jetzt im Moment buchen sollen, dann kann ich Sie in dem Sinn beruhigen, dass für Neubuchungen von Pauschalreisen für den nächsten Sommer haben wir jetzt festgelegt, dass Sie bis 1. April 2021 kostenlos stornieren können, egal wie sich jetzt die Situation da weiterentwickelt. Das gilt für alle Pauschalreisen, ausgenommen ein paar Ausnahmen wie Zugreise, Zugtickets, Schiffsreise, Motorhomes, Camper und Oldtimer und Eintrittskarte. Die können wir nicht gratis annullieren, für die Sache gelten die normalen AGBs. Und falls Sie für den Winter gebucht haben, dann noch eine kurze Information. Pauschalreise, die jetzt gebucht sind, zwischen 1.11. und dem 31.03.2021, die können bis 6 Wochen vor Abreise kostenlos annulliert werden. Ja, jetzt, wie versprochen, habe ich mir eben Hilfe geholt. Besser gesagt, meine Kollegin Susan hat der Stefan Müller von der Happy Pipers in Luzern kontaktiert und der hat für uns ein Video hier zusammengestellt, um uns noch was zum Abschluss, zum schönen Abschluss, was übers Dudelsack-Spiele zu erzählen. Er stellt sich hier kurz vor und dann gibt es ein Erklärvideo sozusagen. Ah, falsch. Muss nochmal zurück. Und zwar jetzt geht's los. Geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Stefan Müller von Happy Pipers Lucerne, the first bagpipe band of Switzerland. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei den Reiseplanungen auf Schottland und viel Vergnügen bei diesen Vorträgen. Liebe Grüße da aus dem Luzernischen. Die Happy Pipers wurden 1973 gegründet und sind eingetragen bei der RSPBA. Royal Scottish Bagpipe Band Association, dem königlichen schottischen Dudelsackverband, als the first bagpipe band of Switzerland. In der Schweiz sind sie bekannt für Zusammenspiele mit Blasmusik und Volksmusikformationen, anzutreffen an Hochzeiten, Firmenjubiläen, Überraschungs- und Geburtstagsauftritten. Wir tragen einen Schottenrock, also besser gesagt einen Kilt, traditionellen Highland Dress, Tartan Macbeth. Jede Familie in Schottland hat einen eigenen Tartan und wir tragen diesen Tartan Macbeth. Das Kernstück der schottischen Bagpipe bildet der Sack aus früherem Elchs-, Schafs- und Rindsleder. Momentan sind das Gore-Tex-Säcke, der beim Spielen unter dem Arm geklemmt wird. Durch ein Mundstück sorgt der Bläser dafür, dass der Sack immer mit Luft gefüllt ist. Auf der oberen Seite ragen 3 Pfeifen, sogenannte Drones, heraus, die immer den gleichen Ton spielen und dem Dudelsack jenen etwas monotonen, durchdringlichen Bodun-Klang geben. Am Vorderteil des Sackes ist der Chanter, eine flötenähnliche Pfeife, angebracht, auf der die Melodie gespielt wird. Von den verschiedenen Dudelsäcken ist die Great Great Highland Bagpipe die verbreitetste ihrer Art. Die Sackpfeife ist ursprünglich kein schottisches Instrument. Der Dudelsack vor Urzeiten
circa vor 2800 Jahren vor Christus, ist im Orient als Hirtenflöte verwendet, gelangte später Babylonien über Ägypten, Kleinasien und Griechenland zu den alten Römern, die ihn auf den Eroberungszügen auch über die Alpen brachten. So wurde in unseren Gegenden Dudelsack gespielt, bevor ihn die Schotten kannten. Vielfach wurde er früher bei Festlichkeiten als Tanzmoment verwendet. Im 16. Jahrhundert kam dann für den Dudelsack der soziale Abstieg. Die Sackpfeife wurde zum Musikinstrument der Gaukler und Diebe für ausgelassene Feste. Die Obrigkeit versuchte, das Dudelsackspielen zu unterbinden, da man darin die Ursache für einen unsoliden Lebenswandel sah. So wurde zum Beispiel das Spielen dieses Instrumentes und das Tragen des Kilts Ende des 18. Jahrhunderts in Schottland verboten und erst wieder 1882 offiziell erlaubt. Wie lange dauert es, um Dudelsackspielen zu erlernen? Wir rechnen mit 3 Jahren. Im ersten Jahr wird die Fingerfertigkeit auf dem Chanter geprobt. Im zweiten Jahr wird das Handling mit dem Dudelsack erlernt. Und im dritten Jahr werden die Stücke vom Repertoire einstudiert, damit wir ohne Noten die Auftritte spielen können. Frage Nummer 2: Wie große Formationen gibt es? Je nach Engagement treten wir solo, als Duett, in Kleinformationen, als ganze Band, sogar mit unserer Tänzerin auf. Frage Nummer 3: Was trägt ihr unter dem Schottenrock? Dies ist und bleibt ein Mysterium und am besten fragen Sie uns einmal in Schottland oder an einem Auftritt persönlich. Normalerweise gehen wir einmal pro Jahr nach Schottland, ans Tattoo, nach Wick, unsere Partnerband besuchen oder nur um Ersatzteile einzukaufen. Ja, vielen Dank an die Happy Pipers von Luzern. Mehr Informationen zu dieser Dudelsack-Gruppe findet ihr auf deren Homepage, die hier eingeblendet ist. Und vielen Dank auch an meine Kollegin Susan, die sich darum gekümmert hat. Mir bleibt jetzt am Ende von diesem Vortrag noch Sie auf die nächsten Tage, auf die nächsten Vorträge hinzuweisen. Jeden Tag diese Woche findet eben noch ein weiterer Vortrag statt. Morgen wird das Thema kulinarisches Baltikum sein, dann am nächsten Tag Russland. Dann geht es um die Eisbären und um das Klima mit dem Stefan Bader. Montag wird meine Kollegin Julia über die Winterträume im hohen Norden, von den Winterträumen schwärmen. Und am Dienstag gibt es zum Abschluss noch einen Vortrag zu unseren Aktivreisen. Jetzt schaue ich mal, also meine Kollegin Carol, die ist hier und hat fleißig getippt. Mal gucken, ob es trotzdem noch eine Frage gibt. Ein ganz kleiner Moment, ich gehe hier mal raus aus dem Bild und guck mal. Also die Frage von Karin, vielen Dank für die Frage, ist eine gute Frage. Wie sind die Wanderwege gekennzeichnet? Ja, also das kann man nicht so einheitlich sagen, wie jetzt hier in der Schweiz. Sie sind ja, farblich gekennzeichnet, immer wieder zum Beispiel auf dem Boden mit einer Farbe auf dem Stein oder im Wald. Also sehr selten so gut gekennzeichnet, wie wir es hier kennen in der Schweiz. Aber ja, sie sind gekennzeichnet, man findet sie, manchmal läuft man ein Stück und ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob man noch richtig ist. Dann läuft man ein Stück weiter und sieht in der Regel das nächste Zeichen. Ja, ganz oft ist es wirklich auf dem Boden gekennzeichnet. Ist da, hoffe ich, dass die Frage da damit beantwortet ist. Ich gucke mal zu der Carol, ob noch mal was da ist. Sie schüttelt mit dem Kopf. Okay, dann hoffe ich, dass ich Ihnen ganz viele Informationen gegeben habe. Wir sind von Contiki ein ganz aufgestelltes Team, wie man hier sieht. Und zwar ein Teil sind wir hier in Baden
und ein Teil in Lausanne. Wir freuen uns unglaublich, wenn es wieder losgeht, für Sie Reisen zu buchen, zu planen und eben Erlebnisse zu schaffen. Das ist das, was wir alle miteinander am liebsten machen. Wir reisen selber sehr gern und wir möchten unsere Begeisterung für den Norden mit Reisen in die tolle Destinationen weitergeben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie sich mal in nächster Zeit für eine Reise in das tolle Schottland entscheiden würdet. Herzlichen Dank und schönen Abend noch und bis bald.